Und damit, meine Freunde, darf ich euch recht herzlich willkommen heißen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Heute leider ohne Kamera. Die hatte leider nicht so wirklich viel Lust, ist aber gar nicht so schlimm. Denn der Fokus liegt hier natürlich jetzt absolut auf dem Aatrox Rework. Von einigen sehr, sehr wenigen Spielern sehr lang ersehnt, denke ich einfach mal. Denn, ja, Aatrox hat nicht die größte Spielerbasis. Nicht so viele Leute feiern den Champion. Ich muss sagen, ich hatte wirklich Spaß an dem Champion. Ich fand ihn, so wie er jetzt aktuell ist, eigentlich sogar ziemlich stark. Auch wenn er doch das ein oder andere Problem hatte. Wir werden in diesem Video jetzt natürlich über seine neuen Spells reden, denn das sah schon ziemlich, ziemlich krass aus. Wir werden das Ganze analysieren, diskutieren und ja, euch lade ich dazu natürlich auch gerne mit ein. Ich denke, wir schauen zunächst erstmal seine Spells an und hier fangen wir an, und zwar mit der Deathbringer Stance, der Todesbringerstellung. Hier ist es so, dass Aatrox sein nächster Basic Attack mehr Auto-Attack Range hat, er kann also ein bisschen weiter schlagen, und außerdem macht er Target Maximum Health als Damage, ja, das heißt so einen gewissen Prozentsatz, irgendwie, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 10 Prozent, was auch immer, Damage am Gegner, so ungefähr wie die Jarvan Passive, mehr oder weniger. Außerdem, und das ist ganz, ganz wichtig, ist es so, dass wenn ihr diese Passive auf den Gegner anbringt, dann hat er reduzierte Heilung und auch reduzierte Schilde. Das ist ein neuer Effekt, den ich soweit, glaube ich, noch nicht kenne. Bedeutet, das sieht man hier im Video gleich ganz gut, ja, wenn diese Person geschildet wird, bekommt sie, das Schild wird sofort halbiert. Ja, hier kommt das Gender Shield dazu, zack, ist sofort relativ kleines Schild. Ist absolut interessant, gibt es, soweit ich jetzt weiß, nicht die Mechanik, sonst könnt ihr es mir gerne sagen. Und ja, hier ist noch ein kleiner Zusatz, und zwar wird die Deathbringer Stance durch die Q von Aatrox jedes Mal reduziert, wenn sie mit der Klinge trifft. Das sagt euch jetzt nichts, aber deswegen schauen wir uns die Q jetzt an. Die Q, kurz gesagt, ist, ja, das ist das, was ihr im Video gesehen habt, was so ziemlich krass ausrastet. Und zwar, ja, man kann es sehr, sehr krass vergleichen wie Riven Q. Ihr könnt eure Q dreimal aktivieren. Ich starte das mal so ein bisschen. Und zwar ist es so, dass ihr mit der Klinge treffen könnt. Ja, das heißt, ihr habt immer einen gewissen Bereich. Hier vorne ist das dieser rote Bereich. Wenn der Gegner da drin ist, dann wird dieser hochgenockt. Ich lasse es einfach mal abspielen. Ja, das war die erste Q, die zweite Q und die dritte Q. Das ist die Pässe, also die Q quasi. Wichtig hierbei, oder was heißt wichtig? Mich würde absolut interessieren, ob man hier an diesen kleinen Strichen auch noch treffen könnte. Also, ob man wirklich viel Glück haben kann, hier kann man ja sehen, hier steht ein Minion, der müsste ja rein theoretisch getroffen werden. Okay, wird er nicht. Vielleicht ist es auch nur Pech, vielleicht werden die Gegner getroffen, wenn sie genau draufstehen. Aber auf jeden Fall, der Gegner wird ganz bisschen hochgenockt. Jedes Q macht übrigens mehr Damage, das erste macht also ein bisschen, das zweite mehr, das dritte noch mehr. Und wichtig, was ihr ebenfalls so sehen müsst, ist, dass die Q jedes Mal, also der Randbereich, wo der Gegner hochgenockt wird, kommt immer näher zu Aatrox. Das heißt, hier ist der erste Bereich. Jetzt ist der zweite Bereich schon hier, ja. Und jetzt, der letzte Bereich ist direkt vor ihm. Ja, hier wäre auch absolut interessant. Jetzt sehen wir ja die Minions, die stehen hier drauf. Ich denke mal, der wird sowieso getroffen, schon vom inneren Kreis. Aber der hier oben könnte knapp werden. Wird aber auch umgenockt, ja. Also ist eine coole Mechanik auf jeden Fall. Sieht sehr, sehr Skillshot-lastig aus. Kommen wir zur W. Die W ist ein Skillshot? Fragezeichen, die... Ja, ich glaube, das Ding kannst du wirklich nicht verfehlen. Und zwar, ich lasse einfach mal abspielen, ne? Ihr beschwert euch ja immer, dass ich alles stoppe. Ja, jetzt ist ein riesiges Fragezeichen bei euch im Gesicht. Ich kann das schon verstehen. Man markiert ein riesiges Feld. Also riesig. Also gewaltig. Und der erste Champion, der getroffen wird, nur der erste, wird kurz geslaut, ganz kurz. Und wenn dieser Champion oder auch Large Monster, quasi im Bereich drin bleibt, dann wird er festgekettet an dem Boden. Und wenn er nach Ende des... Also das ist richtig verdummt. Also wir gucken, wir können das nochmal. Jetzt ist er quasi gekettet und ist langsamer. Ja, wir sehen, das ist so ähnlich wie Morgana. Und nach dem Effekt, wenn er immer noch in diesem Kästchen drin ist, wird er wie die Orianna Ult zurückgezogen. Das Zurückziehen sieht ein bisschen weird aus, muss ich sagen. Vielleicht arbeiten die da noch dran, das sieht echt nicht fertig aus. Er zieht da einfach zurück. GG. RIP. Ja. Das ist die W. Ich weiß es halt noch nicht genau. Ich meine, klar, du kannst rausdashen und so. Das ist halt echt wie so eine Morgana-Ult. Ja. Ja. Gut, kommen wir zur E. Die ist relativ unspektakulär. Und zwar gibt es hier die Passive und die Active. Passive ist so, ihr heilt euch für euren Damage. Man kann es eigentlich sagen, das ist die Passive von dem Kane, dem roten Kane ist. Der heilt sich ja auch für sein Damage. Also, ich meine, vielleicht ist das auch gewollt, weil es sind ja beides Darkens. Ja, es sind, also, ja, ne, so beides Darkens. Die Active von diesem Ding ist auch sehr ähnlich zu Kane, muss man sagen. Und zwar kann er dashen, aber nur ganz kurz. Ne? Ihr seht,
Also da kommt man wirklich nicht über viele Wände mit drüber. Das Ding kann er zweimal benutzen. Und er kriegt außerdem etwas Attack-Damage durch diesen Dash. Der Dash sieht halt wirklich nicht krass aus, muss man echt sagen. Hier können wir jetzt sehen, wie das Ganze mit dem Heal funktioniert. Auto-Attack, Q. Na, Q heilt ganz ordentlich, muss man sagen. Jetzt mal um 150. Das ist ganz nett. Na, man war jetzt Level 18 oder so. Damit kommen wir zur Ultimate, meine Freunde. Ach so, wichtig ist, die E ist... Nur deswegen ist diese E wahrscheinlich dabei. Kombinierbar mit der Q benutzbar. Das werden wir gleich sehen. Aber gut. Ja. Die Ultimate, meine Freunde, World Ender. Ja, ich lasse es einfach erstmal mal laufen. Dann denkt ihr euch euren Teil und dann werdet ihr euch gleich... Dann werde ich das Ganze so ein bisschen auflösen. Ja? Ich weiß, ihr beschert euch immer, Tobi, halt das scheiß Video nicht immer an. Ja, der World Ender, meine Freunde. Der World Ender ist, er verwandelt sich. Ne? Also er verwandelt sich erstmal, zack, kriegt Flügel. Sieht schon ganz nett aus. Was passiert dabei jetzt? Erstmal fiert er alles um sich herum. Das heißt, beziehungsweise er fiert Minions. Ich glaube Champions nicht. Und er selber bekommt zusätzliches Movement Speed. Und er macht mehr Damage. Also man kann, wahrscheinlich wird es echt so wie bei Riven sein, dass er so 30, 40, 50, 60 AD bekommt. Oder vielleicht auch 10% mehr Damage macht. Irgendwie, er macht auf jeden Fall mehr Schaden. Das kann man sagen. Mehr Movement Speed, mehr Schaden. Minions werden gefiert. So. Das, was man jetzt sehen kann, ist, dass diese weiße Leiste sich füllt, je länger er quasi hier durch die Gegend flattert. Und das ist sein Blutpool, seine alte Passive mehr oder weniger. Und wenn er jetzt gehittet wird, dann verwandelt er sich. Beziehungsweise nicht, dann verwandelt er sich, dann wird er wiederbelebt. Und da werden wir ganz, ganz genau hingucken, sehen, er wird genau getroffen, wenn der Balken noch nicht voll ist. Das heißt, das ist jetzt meine Spekulation, da könnt ihr gerne mit diskutieren. Es ist so, dass selbst wenn dieser Balken nicht voll ist, jetzt wird das nämlich umgewandelt in HP. Und ich würde spekulieren, selbst wenn der Balken nicht voll ist, er wird immer wiederbelebt. Egal wie voll der Balken ist. Ne? Selbst wenn der Balken so voll ist, dann wird der wiederbelebt. Wahrscheinlich halt mit 20% oder 10%, also richtig, richtig wenig. Oder 5%, richtig, richtig wenig. Aber er wird immer wiederbelebt. Das wäre jetzt meine Aussage bei dem Ganzen. Ja, gucken wir uns das Ganze nochmal an, damit wir uns so ein bisschen verstehen, was das Ganze denn bedeutet. Na, das hier ist geile Qualität. Vielleicht kriegen wir das auch ein bisschen geiler. Ich glaube, hier hinten wird es geiler. Da wird es geiler, hier wird es noch nicht geiler. Das ist natürlich unglücklich. Aber wir können es ungefähr sehen. Das heißt, hier kommt jetzt der Dash mit der Q. Das Festbinden. Er hat schon mal da seinen Q gemacht und wieder Dash mit der Q. Na, hat man, denke ich, zwar nicht schön, aber ungefähr gesehen. Hier wieder Dash. Festgekettet. Da hat es diesmal nicht reingezogen. Jetzt ist sein Ultimate und jetzt sehen wir was ziemlich krasses, Leute. Super krass, um ehrlich zu sein. Er bewegt sich in seiner Revive-Form. Bewegt er sich einfach. GG. Einfach GG. Das sieht schon cool aus, muss man sagen. Also was man auf jeden Fall sagen muss. Okay, er bewegt sich in seiner Revive-Form. Das ist ziemlich crank. Was man außerdem, jetzt kann man ja sehen, wie viel HP er hatte. Er geht jetzt hier bei, ja, sehen wir, ne, der wird, er ist auch noch nicht voll, aber er wandelt es halt um. Was man halt sieht, ist, dass der Knockup super klein ist. Also er ist wirklich, also, beziehungsweise, der ist nur ganz kurz so, bapp, ne, so ein Mini-Hochflippen. Ist kein richtig hoher Knockup, sondern, ne, ja, so wird sich da trotzdem freuen, aber es ist kein riesiger, gewaltiger. Und das ist wirklich geil, ne, dieses Dashen mit der Q. Ja, das, meine Freunde, ist der gute Kane. Nicht Kane. Ich verwechsel die beiden Chaps immer wieder. Das ist, meine Freunde, ist der gute Aatrox. Kane, Punkt 2. Ja, wir können da jetzt drüber diskutieren. Ich muss grundsätzlich sagen, die Q gefällt mir sehr, sehr cool. Und ich muss sagen, dass dieser Champion wahrscheinlich eine Bereicherung für LoL ist. Ja, das mag mir jetzt vielleicht nicht jeder glauben. Aber grundsätzlich fangen wir mal mit seiner Q an. Seine Q ist so, das sind alles Skillshots. Ich glaube, es ist gar nicht mal so ultra einfach, diese zu landen. Wenn der Gegner, wenn du mal gegen so einen mobilen Gegner spielst, der so ein bisschen dashen kann oder hier und da dies oder das machen kann, wird das teilweise wirklich schwierig sein. Vor allem so das erste Q zu landen. Ne? So ein Q hier auf der Lane. Ne? Der Gegner muss ja nur so ein bisschen... Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, kann er... Aatrox kann sich immer bewegen in seiner Q, aber... Ja, der muss sich ja nur so ein bisschen hoch oder runter bewegen. Oder nach vorne, ne? Hier ist ein Riesenfeld, wo man das hindodgen kann. Man hat unglaublich... Der ist super schwer zu treffen, der Skillshot, sage ich euch, Leute. Also denke ich jetzt mal, predikte ich. Vor allem, wenn der Gegner ein Lucian ist, dann kannst du es vollkommen vergessen, ihn zu treffen, ne? Also, viele denken jetzt, boah, oh mein Gott, ist das broken? Aber ich denke mal, das ist eher so eine...
ja, wie viele sagen, eine Noob-Falle, ne? Die sagen, oh mein Gott, Aatrox ist GG und dann spielen sie ihn. Hier, du kannst wieder nach vorne dashen, nach hinten dashen. Links und rechts ist diesmal schwieriger, ne? Das ist, das auf jeden Fall. Das hier ist, glaube ich, echt nur zu ziert. Also ich wüsste nicht, wie der da jemanden treffen. Wobei, er schwingt so seitlich, oder? Ja, also vielleicht kann er da sogar wirklich jemanden treffen, ne? Er schwingt hier so. Nun gut, und das Letzte. Das Letzte, sind wir ehrlich, ist sau schwer zu dodgen, weil, wie wir gesehen haben, kriegen auch die im äußeren Ring Damage. Also da, also das zu dodgen ist sehr, sehr schwierig, das wollte ich sagen. Ne? Ansonsten die W. Ja, da muss man halt mal gucken. Die Gegner sind schon ordentlich geslaut, muss man sagen. Schon einiges. Aber ja, muss man echt gucken, wie viel. Das scheint nicht besonders viel Reichweite. Man kann es jetzt nicht sagen, wie viel Reichweite es hat, ne? Vielleicht, also vielleicht wird es ja auch noch ein Stückchen weitergehen, bis hier und sich dann ausklappen. Ja, weiß ich nicht. Ist ein gewaltiges Feld, muss man sagen. Vielleicht wird das noch kleiner gemacht. Vielleicht wird der Slow ein bisschen verringert. Vielleicht ist das aber auch okay und balanced. Ich meine, das Ding ist wirklich nur dann effektiv, wenn es dich wirklich festhält. Beziehungsweise, wenn es dich nochmal reinzieht. Hier auch, muss man sagen, Counterplay dahin ist kürzer, als wenn du nach hierhin wegläufst, denke ich. Ne? Hier ist richtig großes Feld. Ich glaube, hier so die Kante ist deutlich kürzer hinzulaufen. Ja, seine E, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und der World Ender Ultimate, ja, sieht ganz interessant aus. Ich möchte jetzt erstmal einen Punkt droppen. Und zwar ist das folgender Punkt. Ich muss sagen, dieser Champion ist cool und ich denke, er ist eine Bereicherung für LoL. Ich bin dennoch etwas enttäuscht. Denn, erstmal, klar, viele Aatrox-Lover, das hier ist kein Aatrox mehr. Man hätte das auch einen neuen Champ machen können. Ne? Machst du den in schwarz, gibst du den eine schwarze Waffe hin und zack, wäre das ein neuer Champion gewesen. Denn er ist ein neuer Champion, ein neuer Darkhand. Das hätte echt absolut gepasst. Es hat mehr oder weniger nichts mehr mit dem alten Aatrox zu tun. Natürlich, das alte Aatrox-Kit war relativ kacke, müssen wir ehrlich sagen. Sonst hätte man das nicht so oft überarbeiten müssen. Er war viel zu kalt bei der alte Aatrox. Aber, was ich mir erwartet habe von diesem Rework, muss ich ehrlich sagen, die Waffe, die er hat, ist eine Waffe, die die Essenz der Gegner entzieht. So war immer so mehr oder weniger die Story von Aatrox Darkhand. Alter, ich will hier die ganze Zeit schon wieder auch Kane sagen. Also die Story von ihm und seiner Waffe, ja, sie entzieht ja die Essenz. Dadurch hat er ja dieses Lifestyle und dadurch sind ja auch diese Seelen um seine Waffe beim alten Aatrox. Jetzt sind die ja, glaube ich, nicht mehr. Das heißt, man hat ja immer diese Seelen um diese Waffe schwirren sehen. Und ich hätte mir gewünscht, dass er eine Waffe hat, die sich verstärkt, die sich verbessert, die vielleicht sogar den Körper übernimmt mit der Zeit. Das heißt, dass vielleicht der normale Aatrox ist ein Mensch und je mehr Gegner getötet werden, umso mehr zehrt diese Waffe ihn auf. Natürlich geht das ein bisschen in die Richtung von Kane, aber das sind halt sehr ähnliche Champions. Es geht hier einfach um die Waffen, um lebende Waffen, die vielleicht die Essenz der Gegner aufsaugen und stärker werden. Vielleicht nicht so ähnlich wie bei Nasus. Für Nasus gibt es schon, aber vielleicht einfach, indem du einen Champion angreifst, indem du einen Champion tötest, indem du bestimmt viel Lifestyle auf den Gegner bringst oder was weiß ich, irgendwie sowas in der Essenz und dadurch die Waffe stärker wird. Das wäre was, was ich mir vorgestellt hätte. Ich denke, der Champion wird trotzdem definitiv cool werden. Ihr könnt mir absolut eure Meinung reindroppen, was man hier vielleicht coole Kombinationen oder was ich nicht berücksichtigt habe. Ich wünsche euch was, haut rein, auf Wiedersehen und tschüss.